Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Jo, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Beim letzten Mal sind uns ja leider unsere Gruppenmitglieder verstorben. Wir sind jetzt mit unserem Wolf Fenris, was ich immer noch cool finde, dass man dem selber einen Namen geben kann, die einzigen Überlebenden. Und wow, wir haben schon mal seltsame Visionen. Da liegt einer auf der Streckbank. Okay. Das ist crazy. Oh. Dort gibt es schon mal einen Busch, wo wir was sammeln können. Ich versuche so viel wie möglich zu sammeln. Oh, wir können sogar die Leute hier ausnehmen. Pilgerkrone. Ja, das sind alles so Zutaten. Gefäßfleisch. Oh. Noch mehr Gefäßfleisch. Ein Scheiterhaufen sollte das gewesen sein, glaube ich. Noch mehr Gefäßfleisch. Pilgerkrone. Wir können uns dieses Ding ansehen. Diese mit seltsamen Glyphen bedeckte massive Struktur besteht aus Stein, Adra und Kupfer. Die Luft um sie herum vibriert mit merkwürdiger Energie. Jo. Und hier gibt es noch was zum Plündern. Das ist gut, dass man das Zeug nicht alles übersieht. Frühlingsbeere. Hatten wir nicht schon eine? Ich muss eben mal kurz ins Lager gucken. Also in das Lager. Ja, hier sind Rüstungen. Der Helm, den ich gerne anziehen würde. Aber ich kann leider nichts aus dem Lager rausnehmen oder was ins Lager reintun. Das ist gerade schlecht. Aber so habe ich es ja auch eingestellt. Kann ich mal kurz zeigen. Spiel. Ich habe ja den Expertenmodus angeschaltet. Das heißt, das alles hier ist deaktiviert dadurch. Ich kann das nicht anhaken, weil der Expertenmodus aktiviert ist. Also Gefährten werden vor dem Tod verstümmelt, ist aus. Das heißt, es gibt keine Second Chance für meine Charaktere. Die sind dann tot, wenn sie tot sind. Was nicht so toll ist. Hervorhebung des Wirkungsbereiches. Ja, das ist auch... Das ist okay, dass das aus ist. Also das zeigt an, wenn ich einen Feuerball werfe, was der alles trifft. Unausführbare Aktion. Dialogoption anzeigen, für die die Gruppe keine Vorbedingungen erfüllt. Ah ja, also wenn ich nicht genug Attributswert habe und so weiter, wird das mir trotzdem angezeigt, dass ich sehen kann, was mir entgegangen ist. Abfragekriterien. Kriterien anzeigen, die eine Dialogoption freischalten. Das ist auch okay, dass sie das rausgemacht haben. Zugriff vom Lager kann ich nur, glaube ich, während ich raste und an bestimmten Orten wahrscheinlich. Persönlichkeit, Reputation anzeigen. Das ist auch gut, dass das rausgenommen ist. Weil da hier steht, Effekte anzeigen, die jede Dialogoption auf die Reputation und die Persönlichkeit des Spielers hat. Ja, das finde ich gut, dass das rausgenommen wurde. Weil sonst wäre es einfach zu einfach. Relative Verteidigung. Ja, dass ich sehe, wie die Verteidigung des Gegners ist. Detaillierte Quest-Updates. Wenn im Tagebuch eine Quest aktualisiert wird, macht das Protokoll, das wird das hier unten sein, zeigt an, welche Quests verändert wurden. Gefechtstool-Tipps. Tooltips über alle Charaktere und In-Game-Tutorial. Ja, okay. Also nichts wirklich Wichtiges, was wir jetzt ausgeschaltet haben. Das hier ist übrigens das Protokoll, glaube ich. Kampfprotokoll und wahrscheinlich Gesprächsprotokoll. Oder ist das hier das Allgemeine? Wie auch immer. Ich glaube, die wechseln auch automatisch. So, dann geht es jetzt ab auf die Übersichtskarte. Wir sind in Zilantlis und wir wollen durch Talholz nach Goldtal.
kommen. Also ja, man sieht schon, es gibt ein paar Dörfer hier. Zwillingsulmen. Trutzbucht. Das erinnert mich fast schon ein bisschen so, wie das aussieht an Alcatla aus Baldur's Gate 2. Aber doch wieder ein bisschen anders, viel mehr im Meer, so wie das aussieht. Also, wir gehen jetzt erstmal nach Talholz. Du brauchst 6 Stunden, um nach Talholz, um deine Reise von Zilantlis nach Talholz zu beenden. Annehmen. Ja, dann schauen wir mal, wohin uns das weiterführt. Und wir haben große Müdigkeit. Das heißt, wir haben 25% unserer Ausdauer schon mal aufgebraucht. Okay, wo sind wir hier? In Talholz. Hier liegt schon mal was, was wir aufsammeln können. Campingbedarf. Oh gut, dass das hier liegt. Das können wir sehr gut gebrauchen. Oh, da steht wieder jemand, den wir uns einbilden. Und verschwindet einfach. Der führt uns schon mal zu einem Blutmoos. Und hier geht's wohl nicht weiter. Okay. Ich würde sagen, wir rasten jetzt erst einmal hier, damit wir die Müdigkeit abbauen. Möchtest du hier rasten? Nein, ich möchte erstmal ins Versteck gucken. Kann ich da irgendwas jetzt rausnehmen? Ja, kann ich. Und ich kann Sachen auch da reinlegen. Sehr schön. Sehr gut. Ich könnte die hier rausnehmen. Erhöhungsgeschwindigkeit minus ist dadurch erhöht. Nee, ich lasse die Lederrüstung mal an. Aber ansonsten lege ich alles andere mal hier rein. Außer vielleicht die Dietriche. So, damit ich mehr Platz für wichtige Sachen habe. Zum Beispiel hier den Trank. Den könnte ich mal mit rausnehmen. Das Bier. Schadensreduktion für 5 Minuten. Ah, das kann ich auch mal rausnehmen. Kann beides schon mal in Quickslots packen. Oh, und wir haben einen Traum. Okay, wir haben gerastet. 8 Stunden sind vergangen. Wir haben aber immer noch Nacht. Das wäre schon mal ein bisschen komisch, wenn sich die Tageszeit nicht anpassen würde. Wieder eine Einbildung. Hier können wir den Fluss überqueren. Ja, da unten. Eine Laterne. Oh, das heißt schon mal, dass wir in der Nähe von Zivilisation sind. Ein Gesetzloser. Hast du jetzt gerade meinen Hund getroffen? Jetzt hast du meinen Hund getroffen, ne? Nein, mein Hund. Mein Wolf, nicht mein Hund, der sieht noch ganz frisch aus. Sehr schön. Was hast du denn dabei? Schwert, Lederrüstung, ein offener Helm. Geld und Kräuter. Okay, hier haben wir eine Gruppe von Banditen. Die sollten wir vielleicht erst einmal meiden. 4 Banditen sind nämlich doch etwas zu viel für uns. Ort entdeckt, Banditenlager. Wird das eingezeichnet? Ja. Also wir können hier die Ruinen uns ansehen. Was läuft da rum? Ein junger Wolf. Oh, mehrere Wölfe. Noch ein junger Wolf und ein normaler Wolf. Dann würde ich fast mal sagen, wir
Geht erstmal auf den normalen Wolf. Au. Fenris ist ziemlich runtergeprügelt. Fenris ist bewusstlos, das ist nicht so gut. Und wir werden auch gerade ordentlich runtergeprügelt. Der Wolf ist nur leicht verletzt. Okay. Das schaffen wir nicht. Ich sollte nicht unvorsichtig sein. Ich weiß ja, dass ich auf schwer spiele. Das Spiel verzeiht ja nicht so viel. Auf schwer. Das merkt man gerade wirklich. Gegen drei Wölfe kann ich mit Fenris allein nichts ausrichten. So, wieder ins Versteck. Vor dem Rasten. Nein, die Dietriche hätte ich gerne. Eigentlich hätte ich gern alle Dietriche. Die beiden Sachen hätte ich eigentlich auch gerne. Waffe, Waffe, das weg, das weg. Weg, weg, weg und weg. Und den Helm hätte ich gerne. So. Gut. Das können wir skippen. Da ist die eine Gestalt. Beide. Ich habe aus Versehen Fenris ausgewählt, alleine. Da läuft jemand. Hier bei der Laterne müsste gleich der Gesetzlose kommen. Genau. Fenris, Waffe unwirksam. Immer noch. Aber jetzt ist er tot. Fenris hat nur zwei Ausdauerpunkte einstecken müssen. Okay. Alles mal schnappen. Und dann suchen wir hier den Weg über den Fluss. Hier unten wäre eine Brücke, zu der wir gehen könnten. Die Ruinen, wie gesagt, die meiden wir. Da waren die Wölfe drin. Ich will jetzt noch mal gucken, ob die Räuber angriffslustig sind. Und noch ein bisschen mehr Salz. Bandit und du? Tenfield, okay. Als er dich kommen hört, schaut der junge Zwerg, der den Eintopf kocht, erschrocken auf. Er lässt seine Schöpfkelle fallen und verspritzt dadurch Eintopf auf den Boden. Was? Der Bandit zieht sich um, schnappt ihn euch, ihr Hunde, und sorgt dafür, dass unser neuer Koch nicht durchbrennt. Hilfe bitte. Ah, einer der Banditen gibt Tenfried im Vorbeigehen einen Tritt, worauf er sich zusammenkauert. Okay. Ja. Auf dich ist was gewirkt. Bandit, du bist auch ein Bandit. Dann gucken wir mal, dass wir einen Banditen so schnell wie möglich wegkriegen. So viel dürften die Fenris hoffentlich nichts ausmachen. Gesetzloser leicht verletzt. Okay, ich schalte das mit der Waffe unwirksam lieber mal aus. Die ständigen Tausend nerven doch etwas. Okay. Einen kriegen wir auf jeden Fall down. Bevor Fenris down geht. Okay.
Und den kriegen wir vielleicht auch sogar down. Wie sieht's mit Fenris aus? Fenris ist down. Ah, aber den kriegen wir auch down. Ja.